Man macht sich einen Smoothie. Because it's green. Ja. Aber die haben, das sind eben die größten Stars jetzt. Man nennt die auch Influencer, weil die eine ganze Generation beeinflussen. Vor allen Dingen Mädchen. Ja, weil die haben, für die Mädchen gibt es Millionen von Kanälen. Ja, die sind ja auch unterteilt. Die haben 20 Kanäle, einen für Beauty, einen für Fashion, für Lifestyle, für Food. Die geben ja auch Ernährungstipps, so what I eat in a day, wo man sagen muss, Ernährungstipps, ja, eher Vorhungertipps. Oder also, wenn man ehrlich ist, ja. Letztes habe ich gesehen, meine besten Tipps gegen Heißhungerattacken. Kennt ihr Heißhungerattacken? Oh mein Gott, so schlimm. Oder Heißhungerattacke? Ja, kenne ich jetzt gerade nicht. Ich wohne in Europa, aber erzähl mal weiter. Heißhungerattacke, ja? Also hast du so 2 Wochen gar nichts gegessen, kriegst du ein bisschen Heißhungerattacke. Ein bisschen crazy, ne? Kleiner Tipp von mir, einfach ein bisschen an der Erbse riechen, ist nicht mehr so schlimm. Ah. Und die laden aber auch Rezepte hoch, ja? Die laden ja Rezepte hoch für Dinge, die essen, die sich zubereiten. Aber ist euch das mal aufgefallen? Niemand von denen isst mehr feste Nahrung, oder? Niemand. Die schmeißen alles in den Mixer. Die machen sich jetzt einen Smoothie. Man macht sich einen Smoothie und dann, weil dann fühlt man sich so fresh and healthy. Das schreien die dir auf jeden Fall entgegen aus jedem YouTube-Video. Oh mein Gott, soll ich Smoothies trinken? Ich fühle mich so fresh and healthy. Ich bin so fit. Ich schaffe so viel am Tag. Ich fühle mich so gut. Meine Haut hat so Glow-Effekt everywhere. It's so crazy. Ich bin so fit and healthy. So fit, ich bin so fit. Und du denkst so, ja, du siehst aber aus wie eine Leiche, Fräulein. Irgendwas stimmt da nicht. Aber was diese Mädels in den Smoothie machen, ist alles eklig, oder? Weil die machen sich green Smoothies, weil man ist natürlich nur healthy, because it's green, because like, man muss so green shit da rein tun. So, was machen die da rein? So Blätter, alles was eklig ist, so ein bisschen, du, ich mache meinen green Smoothie am liebsten erstmal so ein bisschen Spinat, okay, ja. Und dann noch ein bisschen Grünkohl, ja, und am Ende kommt immer ein bisschen Kokoswasser, oder? Ganz kleines bisschen Kokoswasser am Ende, kleines bisschen Kokos. Alter, wo kommt Kokoswasser auf einmal her? Ey, welcher Assi ist auf die Idee gekommen, in den Dschungel zu fahren und einem Babyaffen seine Kokosnuss wegzunehmen, nur um die irgendeiner Skinny Bitch in den Smoothie zu machen? Irgendwer hat's geschafft, dass wir Weiber in den Biomarkt rennen und für 0,2 Liter Kokoswasser 8,50 Euro bezahlen, weil irgendjemand uns gesagt hat, wenn die Zellulite an deinem Arsch das Kokoswasser nur von Weitem sieht, dann fällt sie ab und rennt davon. Sie sucht das Weite. Sucht sich einen neuen Wirtsarsch.